Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Green Mobility. Wir sind heute hier im Safety Park in Pfatten zu Gast und zwar anlässlich der 8. Andreas Driving Experience mit der Rallye-Legende Walter Röhrl. Diese besonderen Walter Röhrl-Tage im Andreas sind berühmt beliebt. Bei den Gästen seit 3 Tagen schon sind sie unterwegs, zusammen mit Walter Röhrl, zusammen mit der Familie Fink. Gestern ging es zur Lazinser Alm ins Passaiertal, eine wunderschöne Wanderung, etwas Frischwares heute hier bei knapp 30 Grad im Safety Park. Es geht um Fahrsicherheit, es geht um Fahrspaß, vor allem aber geht es um eines, beisammen zu sein und eine schöne Zeit zu verbringen. Wir waren natürlich mittendrin und haben die Walter Röhrl-Tage im Andreas hautnah miterlebt. Seit 8 Jahren ist er Stargast, sieht sich selbst lieber als Stammgast bei dieser ganz besonderen Veranstaltung. Seit 8 Jahren begeistert er dabei nicht nur Motorsportfreunde, sondern jeden, der ihm begegnet. Seit 8 Jahren ist er Teil der Familie. Die Rede ist natürlich von Walter Röhrl, bei den gleichsam exklusiven wie berühmten Eventtagen im Andreas Resort, der Andreas Driving Experience. Und seit 8 Jahren darf unser Beyond Green Mobility Team mit dabei sein. Vom 8. bis 11. Mai war es wieder soweit. Die Gastgeberfamilie Fink hatte zu 4 Tagen Kennenlernen, Wandern, Fahrsicherheit und der abschließenden Pässefahrt mit Walter Röhrl eingeladen. Exklusiv, weil es aufgrund der vorhandenen Pisten und Instruktoren nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässt. Tatsächlich ist jede Ausgabe bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Vielmehr jedoch sind es chillige, interessante, spannende und lehrreiche Tage mit einem der besten Rallye-Fahrer aller Zeiten. Ich bin ja mein ganzes Leben nur von Hotel zu Hotel gekugelt. 50 Jahre Motorsport, im Jahr 300 Tage fort und habe natürlich alle Hotels dieser Welt erlebt, ganz egal wo ich war. Und ich bin damals hier reingekommen und war auf Anhieb natürlich, war ich also sehr begeistert von dem Haus. Kommt noch dazu, dass auch die Atmosphäre von der Familie. Du bist sofort, du fühlst dich hier nicht als Gast, sondern als Freund im Haus. Und das sind so Dinge, auf die ich natürlich viel mehr Wert lege, als wie auf den Luxuskomfort. Der ist schön, da freut sich meine Frau drum. Ich bin da nicht so verwöhnt, weil ich natürlich in Afrika schon geschlafen habe. Da würdest du gar nicht reingehen in das Zimmer. Aber das ist natürlich ein tolles Gefühl. Was sich auch toll inzwischen entwickelt hat, ist, dass sehr viele Autofans kommen, auch noch die speziellen Porsche-Leute, die hierher kommen. Und da habe ich inzwischen auch schon fast Freundschaften geschlossen mit diesen Leuten. Also es ist einfach toll. Und es ist jedes Jahr für mich etwas ganz Besonderes. Und ich habe ja, wie gesagt, natürlich von jetzt bis November gibt es kein freies Wochenende, nicht? Also ich hätte genug Grund zu sagen, nein, ich möchte daheim sein, aber dass ich deshalb jemals einen Andreas auslassen würde, das kommt nicht in die Tüte. Am 2. Tag stand eine Wanderung auf dem Programm. Eine Wanderung mit Familie und Freunden. So empfanden es die überglücklichen Gäste des Andreas Resort. Sie genossen den gemeinsamen Tag im hintersten Passaiertal. Von Felders ging es recht zügig talein zum Lazinser Hof. Und wer noch Puste übrig hatte, unterhielt sich und holte den einen oder anderen wertvollen Tipp bei Walter. Andere hingegen freuten sich vor allem auf die dort zubereiteten kulinarischen Highlights. Nach zünftiger Zierchorgelmusik und leckeren Dessertkreationen ging's wieder zurück ins Tal, zurück ins Hotel zum Saunaaufguss und vielen interessanten Anekdoten aus der Rennfahrerzeit von Walter Röhrl. Sie waren die richtige Einstimmung auf das Highlight der Röhrl-Tage, der Andreas Driving Experience am Tag danach im Safety Park in Pfatten. Weiter geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran.
Wir erschaffen Wohlfühlräume. Wir stehen für Qualität bis ins kleinste Detail. Wir vereinen Eleganz und Perfektion. Wir verbinden Design und Funktionalität. Wir arbeiten mit viel Leidenschaft für ein schönes Wohnen. Wir sind Untermarzona. Wir von Beyond Green sind ein Team mit unterschiedlichen Talenten, Ideen und Fähigkeiten. Ein Projekt hat durchschlagenden Erfolg, wenn all diese unterschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeiten. So erreichen wir, dass eine starke Marke noch stärker wird. Wir wollen, dass unsere Kunden das gesamte Potenzial ihrer Marke ausschöpfen, um sie so zur besten Version ihrer selbst werden zu lassen. Beyond Green. A revolutionary intercom was our vision. In form, material and functionality. The Circle exceeds our expectations. It is breaking every standard. New form and revolutionary technology brought together on the highest level. Divos Circle. Expect the extraordinary. Unter dem Motto Erlebnis und Sicherheit organisiert die Hotelierfamilie Fink diese exklusive Andreus Driving Experience. Bereits das 8. Mal ist dieses Event hier im Südtiroler Fahrsicherheitszentrum Safety Park zu Gast. Mittendrin einer der größten. Er holte 2 Weltmeistertitel, wurde 2-mal Europameister und ist vielfacher Etappensieger im Rallye-Sport. Einer der spektakulärsten Motorsportarten, die es gibt. Mit ihm hier sein zu dürfen, ein paar wertvolle Tipps zu bekommen, da geht für viele ein ganz großer Traum in Erfüllung. Es ist ein wunderschöner Tag mit wunderschönen und tollen Menschen. Angefangen beim Walter, der einmal wieder zeigt, dass er ein Mann ist, mit viel Leidenschaft, mit viel Respekt. Und den Respekt habe ich vor ihm, weil ich finde, von ihm kann ich so viel lernen, dass er mit 75 Jahren so viel noch drauf haben kann. Und man sieht wieder mal, dass das Alter leider so ist und es Rennsport und auch das gewisse Ethos ins Männer jung haltet und das ins als Kind beibehaltet. Und das ist einfach ganz wichtig, das ist unser Jungbrunnen, ist nun mal Autos, Rennsport und die Nähe zu tollen Menschen, die das gleiche Hobby ausüben wie wir auch selber. Jedes Jahr eine Steigerung, jedes Jahr besser, jedes Jahr mehr. Allerweil ist hier ein Auto, allerweil die tollen Leute und es ist wieder ein Event wie jedes Jahr und jetzt zum 8. Mal. Und seien wir richtig froh. Vom unscheinbaren PS-Monster bis hin zum Traumsportwagen war wieder alles mit dabei. Nach dem obligatorischen Briefing gab es noch Walkie-Talkie für alle und schon waren die 3 Gruppen auf dem Weg zu ihren ersten Hindernissen. Unterstützt von den 3 Safety Park-Instruktoren Erwin, Georg, Tobi und dem Race-Assistenten Rizzi stand Röhrl natürlich immer mit an vorderster Front und begleitete jeden Fahrer über Funk. Die absolvierten im Rotationsmodus eine Übung nach der anderen. Für alle 3 Gruppen stand erstmal die Notbremsung sowie Notbremsen und Auswagen auf nasser und trockener Strecke am Programm. Erste Erfahrungen, Aha-Momente und jede Menge Gesprächsstoff für die Mittagspause. Längst hatte der Andreus Foodtruck hier ein leckeres Buffet aufgebaut. Ein feiner italienischer Espresso setzte am Ende noch einen obendrauf. Nach dem Mittagessen der traditionelle Moment für das Erinnerungsfoto des Tages, bevor alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu den eigentlichen Highlights des Tages dürfen.
die berühmt gefürchtete Schleuderplatte, gefolgt vom Driftring sowie dem Bremsen-Ausweichen-Manöver. Walter Röhrl hatte seine Position beim Driftring bezogen, denn hier war Expertenwissen gefragt. Jeder Fahrer, jede Fahrerin bekam über Funk die Live-Ansagen. So lange, bis das Ding die Runde driftete. Das erste Mal für mich, ja, sensationell, finde ich geil, das Auto mal so kennenlernen. Ja, das hatte ich bisher noch nicht, ja, und bin überrascht und fasziniert. Super. Ja, man lernt viel, wird wieder aufgefrischt. Ich habe das schon mal gemacht, aber mit dem Auto noch nicht, hilft. Super. Ja, du kannst immer was mitnehmen und vor allen Dingen jetzt mit dem Reagieren, das ist eine tolle Herausforderung. Geil, Adrenalin, alles dabei. Jetzt war die Schleuderplatte dran. Da würde man am liebsten ohne Publikum drüber fahren. Denn es könnten schon einige Versuche nötig sein, bis man die richtige Korrektur beherrscht. Aber wenn das Gefühl einmal da ist, sich die Arme instinktiv richtig bewegen, dann macht's nur noch Spaß. Auf jeden Fall ist es eine Erfahrung, die unter Umständen lebensrettend sein kann. Jedes Mal, wenn man hier ist, nimmt man immer was mit, weil keiner ist perfekt, jeder kann dazulernen. Und ich empfehle es wirklich dringend jedem, das zu machen, weil im Straßenverkehr gibt es so viele Situationen, wo gefährlich sind. Also wirklich unbedingt machen. Fühlt sich sicher an, aber sicherer wäre es natürlich, wenn man es noch fangen könnte. Aber deswegen bin ich ja hier, um das zu üben. Ne? Ich finde es phänomenal, erstens mal, dass sie das geschafft haben, den Walter Röhrl hierher zu bringen. Das ist ja schon mal ein großes Lob und das muss auch mal einer erst schaffen. Das kann nur Sandreus und es macht so Spaß. Ja, egal in welcher Situation man dann danach mit dem Auto ist, man fühlt sich einfach nachher wohler. Einem plötzlichen Hindernis auszuweichen, trotzdem die Bodenhaftung nicht zu verlieren und auf die Fahrbahn zurückzukommen, dazu noch bei nassem Untergrund, diese knifflige Aufgabe galt es zu meistern mit überraschend guten Ergebnissen. Das Ausweichmanöver finde ich immer am besten, muss ich sagen. Schleuderplatte war heute nicht so, aber das macht ja nichts. Ja. Wie jedes Mal, ich habe das jetzt schon zum dritten Mal mitgemacht, ist ein wunderschönes Ambiente. Ja, die Location hier, das Wetter und das Sahnehäubchen ist der Walter Röhrl oben drauf natürlich. Ne? Man lernt das Auto kennen, ist fantastisch. Wir freuen uns einfach, hier zu sein. Es macht riesig Spaß und Fahrsicherheit, das geht alle an. Daher weiter so. Ich werde hoffentlich ein bisschen besser Auto fahren anschließend. Seit 40 Jahren engagiere ich mich. Ich bin ja nicht scharf drauf, dass ich tagelang auf dem Verkehrsübungsplatz rumfahre. Aber ich sage, wenn ich nur einen Menschen da mit retten kann, weil er eben plötzlich weiß, wenn das Auto im Winter hinwegrutscht, dass es, wenn ich gerade einmal so macht und die Sache ist behoben, dann ist der ganze Aufwand für mich gerechtfertigt. Das motiviert mich. Das, einfach, das ist mein Lohn, dass ich dann mal ab und zu mal einen Brief und sage, boah, in dem Winter, stellen Sie sich vor, Auto weggegangen, ich habe dagegen gedacht, sofort die Situation im Griff gehabt. Das ist mein Lohn. Schluss noch eine Slalom-Challenge. Gestartet in Le Mans-Manier, galt es in kürzestmöglicher Gesamtzeit, den vorgegebenen Parcours zu meistern. Wir haben dieses Rennen mit einer außergewöhnlich schnellen Kamera begleitet. Sie alle sind bereits jetzt bessere Autofahrer, Autofahrerinnen, nehmen wertvolle Erfahrungen mit, für den Ehrenplatz ein besonderes Diplom und viele neue Kontakte und Freundschaften. Für den Safety Park ein Highlight erneut bravourös gemeistert, für die Gastgeberfamilie Fink eine erfolgreiche und unvergessliche Veranstaltung.
Ja, ich muss sagen, wir haben jetzt mittlerweile das 8. Mal und das ist, glaube ich, jedes Mal ein selbe Wetter. Wir haben gestern eine traumhaft schöne Wanderung hinter uns. Heute haben wir alle zusammen mit 30 Autos mega viel Spaß auf dem Safety Park. Wir haben ein super Essen gehabt, ein super Café und ich glaube, einen schönen Tag kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich einzigartig. Das war sie, die 8. Ausgabe der Andreus Driving Experience mit Walter Röhrl. Wieder mit dabei 28 Fahrzeuge, nahezu alles Rennmaschinen. Die formieren sich gerade zum letzten Gruppenfoto. Wir verabschieden uns in der Zwischenzeit und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Beyond Green Mobility. Und dann wieder mit spannenden Inhalten hier auf Südtirol Online.